So, da sind wir wieder erstmal. Und ich bin jetzt mal drei Inseln weitergereist. Da hinten war irgendwas in der Luft, das konnte ich nicht desinfizieren. Identifizieren. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das gehört zu dieser Insel dazu. Guck mal, was ist da denn noch los? Alter, hier sind mal ein paar Wracks, wa? Okay, dann lass uns mal checken. Ich hoffe, hier finden wir Pipi. Und da geradezu ist noch eine Insel, sehe ich gerade. Interessant das Ganze. Die Insel links interessiert mich nicht. Wir versuchen erstmal gerade zu bleiben. Alter, das ist eine scheinbar große Insel hinten, nur. Das scheint hier eine sehr, sehr kleine Insel zu sein. Ihr seht, da liegen auch schon Sachen am Land. Damit haben wir uns noch gar nicht befasst. Okay, lass uns mal anhalten. Wir brauchen Pipi immer noch. Natürlich hat uns das den ganzen Move geklaut. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Toll. Und das ist diesmal ein anderer Hai. Das ist nicht mal der mit den 85 Speeren drin, ne? Haben aber jetzt keine Zeit zu. Wir müssen jetzt wirklich erstmal. Aktiv Pipi finden. Da haben wir auch schon Pipi. Nein, das ist geil. Zweimal direkt? Nee, doch, die Scheiße ist keine Pipi. Das ist Pipi. Gott sei Dank, komm. Wieder zum Floß zurück. Dort besitzen wir nämlich was dagegen. Und dann können wir ja gleich mal auf dieser Insel verweilen. Das heißt, wir können uns gleich mal einen Water Collector bauen. Jetzt muss ich nochmal rausfinden, wo unser Pipi ist. Da. Genau. Wenn der nochmal mein Boot anbumst, ne? Moment, wo hat er das jetzt hingemacht? Hey. Oh Gott. Und komm. Schlüppel! Okay. Dann lass es mal losgehen. Da wieder. Bobs vergiftet. Das wäre so traurig. Guti. Wir bauen jetzt hier einen Water Collector hin. Wir haben hier nicht so viele Palmen, ne? Das ist einfach eine tote Insel hier. Guckt das mal an. Die Insel wollen wir dann auch nachher nochmal. Oh mein Gott, was fehlt uns denn? Wasser. Wir bauen Water Collector. Was brauchen wir dafür? Schnell mal ganz kurz abgecheckt. So, wir brauchen dafür Steine dreimal. Und ein Seil und ein Stoff und so weiter und so fort. Und einen Flaschenhalter hier. Ey, Palmilein. Ich wollte dich eigentlich gerade mitnehmen. Warum will ich hier jetzt was bauen? Weil ich finde, diese Insel enorm viel Potenzial hat an Wrackteile. Man sieht ja schon, was hier alles ist. Mein schöner Lieblingsstein. Guck mal, hier liegen auch noch ein paar Sachen rum. Praktischerweise auch Stoff, was wir brauchen. Muss ich nicht einmal ganz zurück zum Wrack? Wow. Die Insel ist super nah dran, ne? Aber egal, das sind drei Inseln weiter. Im Übrigen, man sieht meine Insel jetzt besser als vorher auch. Weil das mit dem Haus zu sehen ist. Das finde ich gut. Wenn man wegfährt, man sieht ja schon ein, zwei Inseln vorher noch. So, wir brauchen schnell nochmal Seile. Zweimal am besten. Ja, ich mach das schon. Oh ja, natürlich ist die Lebensenergie gleich so weit runtergeschraubt dann. Seile, komm. Wir brauchen Seile. Zweimal am besten, sagt sich doch. Wow, hier gibt's Fruit. Das ist natürlich geil. Manchmal hilft die auch gut, den Wasserhaushalt wieder aufzuklären. Gute Idee, hier einen Water Collector zu bauen. Es ist hat Potenzial, die Insel, ne? Das ist es eben halt. Das ist es nun mal eben halt. Was will man mehr? So, die tun wir dahin. Diese Sachen hier.
das? Nicht meine Hand. Die Hand auch nicht. So, brauchen wir nochmal Seile. Sehr gut. Sehr gut. Und um den Hai kümmern wir uns auch gleich noch. Oder nachher. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wenn wir wieder einigermaßen oben auf sind. Und jetzt bauen sie Naschfrucht hier. Ups. Ja. Immer noch Wasserhaushalt, ne? Das werden wir jetzt so schnell auch nicht in den Griff kriegen. Komm, gib mir Seil. Da. Aber genügend jetzt? Ach, warum auch? Einer fehlt noch. Ja. Ach, da. Wo ist mein Floß? Alter, gibt es hier viele Wracks. Deswegen allein schon sind wir hier auf dieser Insel. Da gibt es noch ein paar Palmen. Alles gut. Kann mir mal jemand jetzt verraten, um meinen... So, wir haben alles zusammen. Sollten wir auf jeden Fall. Nein, komm. Mach mal Water Collector jetzt. Komm. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Nur mit. Zap, 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 zap. Und jetzt bauen wir uns schnell nochmal ein Dingenskirchen zusammen. Was brauchen wir dafür nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Ich kann mir jetzt nicht merken aus dem Kopf, ne? So, wir brauchen nochmal hier ein Seil. Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, Seil habe ich an Bord auch nicht dabei. Was sagt unser Essen? Essen sieht gut aus. Oh, wir brauchen aber auch Schlaf. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt nicht so gut, ne? Dann hilft das Ganze ja auch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Mal nachdenken, mal nachdenken. Wir brauchen Seile, Seile. Vielleicht müssen wir tauchen und dann haben wir vielleicht welche. Das Glück, dass wir da auf Seile stoßen. Hier vorne sehen wir auch gleich eine Kiste. Seht ihr das? Ich wünschte, es wäre so gewesen. Ah, die Planken habe ich gesehen. Komm, wir müssen das immer einmal ganz kurz die Palme abmachen, damit wir erstmal einen Schluck was zu trinken haben können. Wenigstens klein. Guck mal hier. Da ist so ein Stein, den wir abhauen können. Alter, schmeiß weg die Kokosnuss. So, wir sind schon mal gerettet, einigermaßen. Das glaube ich schon, kann man so sagen. Wo ist unser... Du beschwerst dich aber auch andauernd, ne? Das muss man ja mal so sagen. So, müssen wir mal das hier hinschmeißen noch. So. Das haben wir jetzt. Brauchen wir tatsächlich noch Seile, ne? Bevor wir verdursten, immer lieber mal einen Schluck nachhauen. Ja. So wirklich gebracht. Alles gut. Kriegen wir alles geregelt. Hier irgendwo rein, da. Oh, verschüttet. Hier ist nichts. Da.
Hier ist nichts, ne? Lampe, Lampe, komm. Verdorsten, verdorsten sag ich schon. Mann, hier ist eine kleine nervige Drecksfliege, die mich hier annervt. Keine Kiste, kein gar nichts. Keine Konsole. Nix, gar nichts, überhaupt nichts. Scheißdreck, ey. Schon nochmal Luft holen gehen. Oh, jetzt wird's aber knapp. Puh. Willst du mich verarschen? Nimm den jetzt mit. Danke. Oh. The Great Shark. War ja auch klar, dass der irgendwann auftauchen muss. Hat uns aber auch nicht mitgegeben, ne? Ja, wir müssen Wasser haben ohne Ende. Wow, wie nah alles auf einmal aussieht da hinten. Okay. Hier ist... Ja, das ist eine Todesinsel hier, hätte ich beinahe gedacht. Hier ist nichts, was man wirklich gebrauchen kann. Irgendwie sieht das so düsterig aus. Bin ich, ja, weil ich fast tot bin, ne? Daran liegt das wohl. So, komm. Das wollen wir aber nicht auf uns sitzen lassen. Eins sag ich euch, wenn ich gleich wieder geheilt bin einigermaßen, ne? Und mir so einen Hunting-Shelter gebaut habe. Ich sag euch, Leute. Der Hai ist oberfällig. Der kriegt gleich einen Arsch voll. Der ist fällig, der Gute. Oh, komm, Bait and Water brauchen wir noch und dann happen wir das auch gleich, ne? Ist da jetzt Wasser drin? Jo. Reicht aber noch nicht, damit wir wieder hielten. Wir bauen uns schon mal ein paar Speere. So. Wir schalten gleich wieder rein. So, Leute. Warte mal, ich muss mal gucken, ob es wieder da ist. Ob wir wieder hier sind, das ist immer interessant. Ja, es klappt. Es klappt wunderbar. Ich bin total zufrieden. Ja, ne, Hai halt, ne? Hab ihn schon zwei gegeben. Wir werden es hier nicht beenden auf dem Schiff, sondern wir werden das auf dem Fluss beenden. Hoffe ich denn mal. Noch ein Treffer. So, drei Speere werden sich stecken. Ah, die Dinger sind wertvoll. Wir warten ab, was passiert. Da kommt er wieder. Komm her, mein kleiner Sharkylein. Na? Feige ist er nicht. Er treibt sich hier bei uns noch rum. Die Sache ist, dies ist so scheiße dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Der hat nicht gesessen zum Beispiel. Jetzt kommt er. Der hat gesessen. Schöner Treffer.
Hat immer noch nicht die Nase voll. Guck mal, jetzt wird er ein bisschen schneller gerade. Aber er bleibt hier. Na? Sharky Boy? Wann wird's eigentlich mal hell? Verdammte Axt. Na, wo ist er jetzt? Ich sehe ihn gerade überhaupt gar nicht. Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Eben gerade bin ich hier durchgeglänscht. Das hat mich natürlich so ein bisschen erschreckt. Da ist er doch. Ah. Wenn man nicht sicher ist, dass man trifft, ne? Dann sollte man es lieber sein lassen auch. Da haben wir es zum Beispiel. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Haben wir kein Speer mehr? Oh, shit. Schwimmen. Ausgetrickst, blöder Hai. Okay, da sind aber Kugeln drauf. Das heißt, wir brauchen definitiv nochmal Seile. Seile habe ich nicht. Sonst hätte ich mir schon längst irgendwas zum Speichern gemacht. Ist natürlich ein bisschen kacke jetzt, aber hey, was soll's. Ach, die Axt habe ich natürlich jetzt an Bord. Oh. Ich hatte hier noch irgendwo Platz gehabt für ein Regal. Genau hier. Sehr schön. Da hatten wir noch Lederseile gehabt. Das müssen wir auch nochmal sortieren. Und was essen. Also keine Sorge. Warum bin ich denn so müde? Ach ja, weil ich müde bin. Das. Nee, ich bin eigentlich völlig ausgeruht. Auch hielt die komplett aufgehieltet. Na, besser kann doch nichts passieren, ne? Die Frage ist, der Hai. Ich will ihn eigentlich töten. Da möchte ich ganz ehrlich zu euch sein und zu mir. Ich möchte diesen Hai ermorden. Okay. Wenn das nochmal passiert, dann ermordet er vielleicht mich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, was hat er jetzt gefangen? 4, 5 Pfeile? Sperre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt... ...einen auf Schisser macht. Und sich damit dann einfach verpisst. Oder ist er tot? Nein, ist er nicht. Das glaube ich nicht. Ich hatte bloß keine Sperre mehr gehabt. Das war einfach nur alles. So, ich muss mal ganz kurz... ...das. Und meine Axt will ich aber gleich direkt mal mitnehmen. Ich werde mir gleich mal am Land noch mal ein paar Speere basteln. Ich glaube, die Folge geht richtig lang, Alter. Minimum eine Stunde oder so. Tags will jetzt auch nicht passieren. Und ich werde angerufen, liebe Leute. Augenblick, jetzt muss ich wieder ausmachen. Ja, aus Versehen drauf gedrückt. Und ich habe was gefangen. Da liegt er. Alter Vattern, hä? Huh? Das war der, den ich hier angegriffen hatte. Das Problem, er hat einmal mein Boot auf die Seite gekippt. Mal wieder, mal wieder. Der Kollege bleibt erstmal hier als Trophäe, bis ich mir mal Grill gebaut habe für den Kollegen. Und dann geht's los. Wir müssen nochmal schnell... Was brauche ich? Ich merke mir das nicht immer so schlecht. Weil der hat uns ja auch echt fast getötet, der Vogel. Man hört mich piepen wie verrückt. Dreimal Steine, ein Flaschenbums und das wird richtig schwer, Leute. Das wird richtig schwer. Was sagt man, Dings? Durst habe ich eben halt sehr viel, ne? Komm, wir hauen erstmal das Ding hier ab. Und, ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme machen soll oder so. Ach komm, wir machen das so. Was soll's, ne? So, komm, beweg dich, Kollege. So, wir brauchen zweimal die Seile. Wir haben ja auch Schlangen auf dieser Insel. Das ist das große Problem dabei.
Das wird schwierig. Wir haben hier viel zu jagen. Schweine gibt es auch hier auf dieser Insel. Also für Leder ist gesorgt. Das Problem ist, wir müssen erstmal diese Wasserdinge alle erst machen. Guck mal, dann müssen wir das Treibgut einsammeln. Und. So, da hinten haben wir Stoff. Wir brauchen uns darum nicht mehr zu kümmern. Das ist ja auch perfekt alles. Moment. Okay. Warte mal. Was haben wir denn zu viel dabei? Den Fisch, ne? Ja, den brauchen wir aber. Das nützt alles nichts. Können wir uns gleich auch noch so ein Dings machen? Wir machen uns da gleich alles fertig. Damit wir das Ganze... Der Fisch stelle ich. Hoffentlich despawnt er nicht. Weil ich will hier noch essen, den Kameraden hier. Pass auf. Den legen wir hier mal daneben. Damit so schnell despawnen die gar nicht, ne? Ich bin schon durch die Gegend gefahren und hab dann... So, den Speer lege ich hier auch nochmal hin. So. Und jetzt sammeln wir weiter. Steine, Stoff und ja, ich weiß. Kind. Ich weiß es doch. Hä, Moment mal, warum? Warum habe ich jetzt, ach, was soll's. Damit machen wir uns einen Smoker nachher auch. Was fehlt uns noch? Uns fehlt noch unbedingt diese Sachen, genau. Davon brauchen wir für zweimal Seile. Habe ich jetzt blöderweise für einmal abgeworfen oder was? Komm, geht her. So, wo ist eine Kokosnuss? Ja, nehmen wir gleich mit. Ich habe doch gerade eine Palme gejagt da vorne, richtig. Ja, okay, los geht's. Bup. Genau, den zuerst machen. Dann den. Ja, du mich auch. Den machen wir mal jedem hin. So, jetzt brauchen wir nochmal Seile. Hör auf, mich anzupiepsen jetzt. Das bringt nichts. So viel Stress setzen musst du mich jetzt aber nun wirklich nicht. Das blockiere ich total. So, da ist noch einer. Dann brauchen wir noch den Happy Dad schon. Da können wir auf jeden Fall schon mal gerne... Ich mag ja nicht so einfach so rüberlatschen. Hier ist Pipi, Alter. Ich raste aus, ne? Hier haben wir alles eigentlich, Leute. Hier haben wir alles auf dieser Insel. Noch, bis wir hier fertig sind. Bis wir hier fertig sind, dann haben wir nichts mehr. Sehr gut. Naja, es war wohl nicht schwer. Ich bin einfach nur runtergekickt und hätte gar nicht damit gerechnet, jetzt mit dem Hai. Warte mal, Scheißdreck. Jetzt habe ich das alles so für Dingsding gebaut. Pass auf. Wir müssen hier, das legen wir hier einmal hin. So, die Steine ebenfalls. So, machen uns nochmal schnell ein Seil. Legen das auch nochmal hier hin. Hol nochmal schnell mein Dings ab hier vorne. Da. Und beten zum lieben Gott, dass das vielleicht schon reicht. Jawohl. Sehr geil. So, das hat schon mal funktioniert. Den Rest von dem Shit nehmen wir hier mal mit. Ist immer besser, das als Kokos zu trinken, ne? Na komm, rein damit jetzt, komm. Und jetzt brauchen wir einen Smoker. Lass mal ganz kurz gucken, was wir dafür nochmal flott brauchen. Weil einmal Stoff haben wir gesehen, müssen wir dafür extra keinen neuen Stoff sammeln. Das finde ich natürlich ziemlich nice, ne? Ja, ich habe doch noch ganz kurz drauf gedrückt, mein Gott. Rast doch nicht gleich immer so aus. So, wir brauchen einmal Seil. Dings, Dings, Dings. Okay, das können wir irgendwie kriegen. Also brauchen wir Feuerstelle. So. Na komm. 12 Stunden später. Gut. Feuerstelle. Diese Feuerstelle kommt genau hier hin. Wird ein bisschen kompakter, das Ganze. Bob. Jetzt brauchen wir dreimal Stone. Ja. Es bringt nichts, wenn du mich jetzt hier unter Druck setzt. Können wir schon was trinken? Nee, natürlich nicht. Eigentlich sollte es ja pro Insel ja nur ein Hai geben, ne?
Folgedessen sollte ich mir da gar keine Sorge machen. Wegen Haie noch. Aber man weiß ja nie, ne? Der Hai soll nämlich dringend in den Smoker rein. Ist es hier ein Flugzeugteil, was da vorne liegt? Das ist ja das allererste Mal, dass wir sowas finden, ne? Nicht schlecht. Ich habe nachher Zeit mit diesen. Ich habe die Sinsen mir noch gar nicht wirklich angucken können. Da wir auch so viel Ärger hier hatten bis jetzt. So, pass auf. Du bist jetzt, hast mir einmal Wasser gemacht. Sehr gut. So, damit wir einmal die Fresse halten. So, was jetzt? Wir brauchen jetzt noch unbedingt dreimal Stöcke. Einmal Dings Stoff haben wir da drüben. Das machen wir auch nochmal schnell. Blablabla. Ja, ist ja gut. Rast nicht so aus, ne? Ich habe gerade Schweinshaxe gegessen. Ich habe mich total bekleckert. Und mich dabei schwer verletzt. Das war ziemlich schwer, den Hai damit zu kriegen. So, was brauchen wir noch? Da läuft ja auch Schweinshaxe rum. Was brauchen wir noch? Was dachte ich noch? Seil, ne? Pipi. Warum machen wir das? Ist nicht euer Ernst. Ja. Auch wenn wir hier Pipi rumliegen haben, müssen das jetzt echt nicht riskieren alles, oder? Hast du jetzt mitgenommen oder nicht? Nimm mit jetzt. Ja. Und dann schmeißen wir uns auch gleich damit die Kisten von unser Boot voll mit Stöcker. Für unsere Base. Sehr schön. Das haben wir. Stoff haben wir auch schon mitgenommen. Jetzt brauchen wir nur Stöcker. 3 Stück waren das, ne? Aber die kriege ich auch da vorne gleich. Alles gut. Jetzt Not von hier. Guck. Ah, guck mal, da sind auch 3 Stöcker. Hopp. Nimm mit. Genau. Nimm mit. Genau. So, Stoff habe ich hier. Ne, habe ich nicht. Okay, aber das sollte nicht reichen dafür. Momentchen. Smoker, doch, natürlich, wie gut. Yay! Klasse. Machen wir gleich das Feuer mal an. Geil. Na komm. Entzünde dich. Okay. Mein Messer. Das ist mittleres Fleisch, tatsächlich. Bin mal gespannt, was der Tigerhai abwirft. Ich finde es so geil bei den Dorschen. Man jagt einen Dorsch, fängt aber 2. Total. Oder das ist eben mal, der ist so groß, dass da alles reinpasst. Das kann natürlich auch wunderbar sein, ne? Also, dass da zweimal großes, mittelgroßes Fleisch drin ist. Finde ich sehr gut. Oh, wie das brutzelt einfach, ne? Lass mal gucken, dass wir noch einen Schluck zu trinken kriegen. Wow, einer ist jetzt rausgesprungen dabei. Es ist einfach fantastisch. Hier müssen wir jetzt keine Sorgen machen wegen Durst, ne? So, pass auf. Wir müssen noch mal einen abhacken hier. Na komm, nimm mit. Hopp, 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 hopp. Ja, du mich auch, genau. So, einmal ganz kurz wegwerfen. Ah, haben wir gleich direkt in der Hand, das ist natürlich sehr praktisch. Ja, und jetzt komm, drop mir mal hier. So, meine Axt. Probleme gibt es wobei ja noch. Wir sind einigermaßen gut mit dem Durst ausgekommen. Jetzt müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir das Schiff bald mal drehen. Das müssen wir über den Tag machen. Ich habe Angst, dass ich nochmal von so einem scheiß Hai überrascht werde. Doch, wir müssen das Schiff drehen, das nützt alles nichts. Komm, die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass der Hai tot ist.
mehr. Okay, das könnte ziemlich langweilig werden, deswegen springen wir gleich wieder rein.